Hallöchen, meine Käsekätzchen, willkommen zu einer neuen Folge von Nexomon. Yeah, in der letzten Folge sind wir einfach abgehauen, weil Klaas hier mit den vier Kindern des Omnigron herumgeschillt hat und die wollten uns vernichten. Da sind wir halt einfach abgehauen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu einer Lady, die will uns irgendwas sagen. Und da gehen wir mal hin. Und da ist sie doch schon. Kommt dann bestimmt von hier aus, dann. Hier ist noch jemand zum Kämpfen, das können wir dann gleich machen. Aber zuerst gehen wir mal zu keine Ahnung, wer das ist. Danke, dass du den weiten Weg hierher gekommen bist. Mein Name ist übrigens Juliet, jetzt sag ich doch. Warum sind wir hier? Ich bin gerade mal ein paar Sekunden in Aufnahme und schon schmeißen sie wieder mit den Rechtschreibfehlern um sich. Wusstest du, dass dies die Heimatstadt des Nexomon ist? Ich denke, er muss ja irgendwo herkommen. Als er ein junger Abenteurer war, kam er immer insgeheim in die Wälder. Da ist etwas, was ich dir sagen muss. Ich kann es nicht mehr für mich behalten. Was ist es? Der Nexomon hatte eine Art Untergrundlabor tief versteckt in diesen Wäldern. Ich kann nur raten. Aber das ist, wo er einer dieser Wiederbelebungsmaschinen baut. Was? Du wusstest davon? Es ist mein Fehler. Ich weiß, dass es mein Fehler ist. Ich sollte es jemandem erzählt haben. Aber es ist zu spät. Und jetzt ist die Welt in Gefahr. Als die Neuigkeiten über den Zwischenfall in der Wüste ankamen, habe ich mich entschieden, das Labor selbst auszukundschaften. Nun ist dort ein unheimlicher Typ, der den Eingang bewacht. Ich brauche deine Hilfe, um dort einzubrechen und die Wahrheit herauszufinden. Dieses Labor, denkst du, da arbeiten immer noch Leute drin? Ich denke schon, ja. Ich habe Handlanger dort herauskommen und hineingehen sehen. Dann gibt's eine Chance, dass Ellie dort drin ist. Wir müssen diesen Ort auf jeden Fall auschecken. Bitte lasst mich mit euch kommen. Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Ja, und wo ist überhaupt Ina? Ist die nicht mehr existent? Oder ist die schon vorgelatscht? Hallo, es gibt wie ein mysteriöses Gebäude dort vorne. Manchmal kannst du laute mechanische Geräusche hören. Es klingt wie eine Fabrik. Boah, ich geh erstmal hier hinten hin. Ist ja nichts. Hier ist ein X. Sperrgebiet. Ah, ist doch schön für uns. Nein! Ich renne immer zu aus Versehen rein. Ach, nein, jetzt nicht. Ich hab keinen Schneid für dich jetzt gerade. Auch hier ist das nicht hier der Indiana Jones Abknatsch. Zack, ich habe mir schon gedacht, dass wir uns wiedersehen. Was machst denn du denn hier? Weißt du was, ich habe noch einen anderen Job, nachdem du mich gefeuert hast. Ein zweites Mal. Verstehst du, der Nixlord hat mich hierher geschickt, um diese alte Stelle zu bewachen. Eigentlich mag ich diesen neuen Job, es ist friedvoll und ich muss nicht mehr so viel reisen wie zuvor. Wir müssen in dort einbrechen. Wir müssen in dort einbrechen. Okay. Willst du mich verarschen? Ich habe diesen Job gerade erst gekriegt. Willst du, dass ich schon wieder gefeuert werde? Was zur Hölle ist dein Problem? Komm schon, du musst aufhören, die Drecksarbeit des Nexomon zu erledigen. Wie kann das denn so dreckig sein? Ich stehe hier nur vor einer blöden Tür. Weißt du was? Ich lasse euch nicht hier rein. Du musst dafür mit mir kämpfen. Ah, er hat immer noch seine Armbrust dabei. Er hat immer noch sein Krokodil. Boah, sammle dich auch gleich hier. Jamba, wird auch immer. Okay, normal habe ich aber immer nichts. Ja, wir haben mal den Wolf. Der kann ja jetzt nicht machen. Was haben wir denn hier? Für den Lappen, das Lappenvieh jetzt hier nicht so unbedingt. Die riesigen Attacken. Hier beißt noch mal rein. Muss ich mal noch ändern den Biss. Bora Best.
Naja, gut. Weg mit mir. Mal sehen, ob du das auch mal noch hinkriegst. Oh, das war falsch. Er hat Biss? Wirklich, dein Ernst? Na gut. Dann kann man auch die Schwache nehmen. Stille. Geht zum Teufel, Jungs. Haha, du hast abgelost. Lass uns reingehen. Gleich sofort. Ich will bloß mal schnell. Nee. Wir haben doch so übelst viele Wiederbeleber. 20 Stück. Es ist auch noch die Musik weg. Das reicht noch nicht mal. Und zack. Hier nehmen wir noch die lapprigen Bänke hier. Die Musik ist weg. Hat sich verabschiedet. Dieser Ort sieht gut bewacht aus. Wir finden Ellie vielleicht hier drin. Also, dies ist der Ort, wo sie die Wiederbelebungsmaschine bauen. Wir werden es früh genug herausfinden. Hey, das ist ein Wiederbeleber. Ich habe einen verpasst. Das ist hier eine Maschine, oder? Ich dachte, die macht mal Wüpe oder so. Achso, ich dachte jetzt. Komm. Hey! Oh, bleib stehen! Ich habe jetzt solche Angst vor euch, Lappen. Sag ich doch. Ich mag diese Attacke irgendwie. Die hat was. Wieso kann er da... Stoppt's noch? Ja, stoppt noch. Gut. Trimion oder wie? Trimion oder wie auch immer. Ein Windvieh. Oh, das hat mir ja gar nichts, hat dir jetzt gar nichts gebracht. Bist du verwirrt? Werfst du mich voll zu blenden? Eck. Was zum Geier ist das denn? Er hat immer so die schwachen Nulpen-Attacken. Nee, das ist zum Kotzen. Er sieht aus, als ob der aus dem Labor ausgebrochen ist, ja. Oh, kann ich hier crying? Ach, das kann nicht wahr sein. Achso, ich dachte, ich kann jetzt hier... Oh, ich kann irgendwas... ihm ent... Eder haben wir auch noch ein paar. Das ist nochmal ein Eder. So. Wo gehen wir denn jetzt hier lang? Müssen wir hier lang, oder was? Ach nee, hier müssen wir lang. Das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich dachte, wir müssen durch die Türen. Ach, guck mal hier. Was ist denn das hier? Sicherheitswache. Also es war. Das Kind hat sich in das Labor. Das Kind hat sich in das Labor eingedrungen. Die Rechtschreibfehler oder die Satzbauten sind einfach nur uskomisch in letzter Zeit. Das Kind hat sich in das Labor eingedrungen. Ja, ich habe mich in das Labor eingedrungen.
Lass mich sehen, woraus du gemacht bist. Entschuldigung. Oh, nee. Ah. Entschuldigung, wenn ich lachen muss. Aber... Ach nee. Ja, Spaß mit dem Spiel. Das ist schon mal gut. Angriff 1. Was nicht? Ja, gut. Das war's. Nichts passiert. So. Ich bin hier raus. Du. Ist ja irgendwas mit zum Einkassieren, ne? Ja. Nexo Grip brauche ich nicht. Ich habe noch tausende Dinger noch liegen. Sind die überhaupt alle so weit geheilt? Ja. Ausdauermäßig sind sie ein bisschen recht gestellt. Was ist denn hier los? Die armen Nexo mal. Ach, geil. Ach doch, Dina ist doch da. Was an diesem Ort ist sehr seltsam. Hat der nächste Ort ist an einem Tag selbst wieder aufgebaut? Das ist richtig. Ich bin ihm einmal immer in die Wälder gefolgt und habe sonst niemanden gesehen. Da bist du jetzt einmal in den Wald gefolgt oder bist du ihm immerzu in den Wald gefolgt? Ach, keine Ahnung. Nicht einmal Ellie kann diese Art Technologie durchschauen. Das ist die Arbeit eines großartigen Wissenschaftlers. Ein großartiger Wissenschaftler, warum dann? Warum? Danke dir, das ist sehr nett von dir. Oh, ich klopfe mich mal auf die Schulter. Wer hat das gesagt? Meine Sensoren nehmen keine Lebensform in diesem Raum wahr. Vielleicht ist ein Geist hier drin. Hey, yo, what news? Wie hast du das gemacht? Was bist du? Sieht mehr aus wie ein Hologramm. Na, sei doch nicht so nervig. Nicht alles auf dieser Welt braucht eine Antwort. Wer bist du? Ich bin bloß ein befreundeter Wissenschaftler. Gott ist alles. Was ist mit dir passiert? Ein Experiment ging furchtbar schief. Ich habe Angst. Nein. Solange es nicht schief gegangen ist. Hast du dem Nexolot geholfen, diesen Platz aufzubauen? Ich habe ihm alles beigebracht, was er weiß. Ich bin sein Mentor. Sein was? Ich würde gerne mit dir darüber reden, aber die Zeit ist knapp. Stattdessen würde ich dich lieber um die Fallen bitten. Ich hatte nie einen Nexolot im Kampffeuer. Peinlich. Wenn ich die Nervenkissen des Kampfes nur ein einziges Mal spüren dürfte. Was sagst du dazu? Schlag mich. Und ich werde euch hier durchlassen, um dich mit deinen Freunden zu treffen. Wegen mir. Ich traue diesem Kerl kein Stück, aber wir haben keine Chance im Moment. Lass uns das machen. Wundervoll. Zeig mir, was ein Nexomon tun kann. Du bist doch selber welche, wenn du mit mir kämpfen möchtest. Dünn. Wer auch immer das ist. Der Mentor. Ein Elektrovogel. Gefundenes Fressen für meinen Kanickel. Mono, was? Monolitz. Kann ich den? Danke. Da kann er sich nämlich erstmal nicht bewegen. Und dann kann ich ihn liegen. Tauschen. Was aber jetzt noch gut, ne? Okay. Ich werde noch. Oh. Jetzt kommt bestimmt ein Elektrovieh. Ein Wasservieh. Ja, konzentrier dich mal. Ich habe nur Wasser angucken. Wo ist es denn? Hier, los. Mach mal irgendwas. Ich putzel dich. Ah, Slippery. Geht die du?
Das ist ein böses Stinktier. Aber ist ja nicht so richtig ein Stab. Explosion. Ich surf dich mal hier weg. Weg bist du. Und ein Pflanzen. Würgedorn. Okay. Mal sehen, ob du jetzt deine Würgedorn machst. Putzel dich weg. So. Okay. Ach, die sind jetzt auf Level 60. Ich bin sprachlos. Was für eine Art beraubende Kreaturen sie doch sind. Hey, keine Chance, dass du deinen ersten Nexum... Keine Chance, dass das dein erster Nexum-Kampf war. Ich versichere dir, das war ja, junge Dame. Danke für den Spaß, mein Freund. Wir werden uns sicher wiedersehen. Was auch immer das war für ein Typi. Wow. Frag mich, ob Aufseher Hilde irgendwas über diesen Geistwissenschaftler herausfinden kann. Können wir einfach weitergehen? Ich will über diesen Verrückten nicht länger nachdenken. Und schon wieder ist die Musik weg. Die hat scheinbar in letzter Zeit auch keinen Bock. Nee, wir nehmen lieber nur Wiederbelebung. Weiß ich nicht, was uns jetzt hier noch erwartet. Mein Top-Trank. Und ein Super-Trank für den Hasen. Und ein Äther für den für das Seepferdel. Und der Hase hat noch Bock. Die Musik hat langsam keinen Bock mehr. Hallo! Du bist hier? Meister Ellie! Sind das deine Freunde, Ellie? Was hat euch so lange aufgehalten? Ihr habt keine Idee, wie erbärmlich dieser Ort ist. Das müssen die anderen Wissenschaftler sein, die wir in der Broadcast-Nachricht von Nexolot erhalten haben. Ich kann nicht glauben, dass der Nexolot euch alle entführt hat. Ist diese Maschine das, was ich denke? Jawohl, das ist nur ein Prototyp von dem Gerät, das Omnicom wiederbeleben wird. Die endgültige Version wurde bereits im Nexolot-Turm gebracht. Was? Wer hat das Gerät bereits? Wir haben versucht, es zu sabotieren, aber die Geister haben uns die ganze Zeit bewacht. Er weiß, was er tut. Soweit es um mich geht, ist das Wiederbelebungsgerät absolut in der Lage, Omnicom zurück ins Leben zu holen. Was, solange es um mich geht? Wieso? Naja, ist egal. Es ist wirklich ein Meisterwerk der Techniken. So schade, dass es vermutlich die Welt vernichten wird. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Wir müssen in den Turm einbrechen und die Maschine zerstören. Das wird alles in allem nicht einfach. Aufseher Glacier und die Champions warten, bewachen den Eingang. Wir brauchen einen Plan. Es muss einen Weg geben, die Verteidigung zu durchbrechen. Warum benutzt ihr mein Haus nicht als Versteck? Ich wette, die Truppen von Nexolot sind auf dem Weg hierher. Ja, ja. Ich kann hier nicht länger bleiben. Okay. Müssen wir jetzt den ganzen Rotzweg wieder zurücklaufen? Nein. Sian, du hast einen sehr schönen Fleck geschaffen, Miss Juliet. Ich sehe, du hast fast den Geschmack für romantische Teenager-Vampir-Romane. Wieso, hast du die Twilight-Saga bei sich, oder was? Hey, fass das nicht an, das ist eine wertvolle Sammlung. Ich bin oben, falls die Jungs mich brauchen. Also, wie ist der Plan? Wir können nicht in die Truppen einbrechen, ohne Glas und die Champions zuerst zu bekämpfen. Ihr Idioten, es gibt keinen Grund, die Champions überhaupt zu bekämpfen. Warte, was? Wirklich? Die Champions sind keine Menschen, die sind Nexomon, erinnerst du dich? Ja, also, was? Die Nexomon sind sehr empfindlich, was Energiewellen betrifft, die von einem Nexocore generiert wurden. Und wie ich sehe, hast du einen. Und das bedeutet, dass die schwächer sind, oder? Der Nexocore hat nicht mehr viel Energie übrig. Du naives Kind. Mit den richtigen Materialien kannst du die Ausgangsenergie des Nexocore extrem verstärken.
Wenn wir ihn nah genug an ihnen einsetzen, sind sie gezwungen, sich zurückzuziehen. Und der Turm. Und der Weg zum Turm wäre frei für uns. Also was brauchst du, um diese Bäume zu bauen, meine Güte? Es gibt ein seltenes Mineral, das sehr gut für einen Nexocore geeignet ist. Ich denke, wir können es dafür benutzen. Es wird Nexonium genannt und es ist astronomisch teuer. Wie auch immer, ich wette, du kannst tief in einer Höhle oder so genügend Nexonium-Erz finden. Oh mein Gott, aber nur ein Einheimischer würde das wissen. Vielleicht sollten wir mit Juliet reden. Hey, empfinde das Nexonium, während wir an diesem Nexocore arbeiten. Ich vertraue euch Wissenschaftlern zutiefst. Hallo, ein Elixier, wie schön. Noch was? In was für einer Hütte sind wir denn hier überhaupt? Oh, guck mal hier, hier ist sogar Dina. Nehmen wir das mit. Vielleicht kommt sie uns ja zur Hilfe. Huch, was brauchst du denn? Ein seltenes Erz, das Nexonium genannt wird? Ich bin enttäuscht, dass ich nie davon gehört habe, aber es gibt eine Höhle mit vielen glänzenden Steinen. Vielleicht ist es eines von ihnen, das Nexonium? Soll ich dich dorthin bringen? Joa, kannst du machen. Na dann, alles klar. Ich fühle mich für die gesamte Situation verantwortlich, also werde ich dir helfen. Treff mich am östlichen Ausgang der Stadt, okay? Ach, da müssen wir dann hin. Ich frag mich, was Remus und die anderen so lange aufhält. Bei diesem Verhältnis wirst du den Exodus selbst bekämpfen müssen. Die waren vielleicht schon eingefroren. Dina, willst du nicht mitkommen? Ich mag die irgendwie. Auch wenn ich weiß, was sie eigentlich ist. Schon wieder die Badass-Mucke. So. In den Osten. Wir gehen nochmal schön shoppen. Würde ich mal so mal davon ausgehen. Hallo Katze. Ja, ja, ich brauche was. Gut, dann kann ich ja nochmal gebrauchen. Wiederbeleber haben wir noch 19, super, 4, 35 Elixiere. Hab ich da mal auch noch. Gut. Ja, dann gucken wir mal. Ich knabber auch immer gegen die Kante, weil ich die nicht irgendwie sehe. Ach, hier ist er doch. Bereit, die Höhle zu auszukundschaften? Hey Juliet, ich habe mich gefragt, warum hilfst du uns? Was meinst du? Ich bin einfach eine nette Person. Ja, doch hier Dreck am Stecken. Alles klar, du hast mich. Ich liebe den Nexolord. Aha. Richtig. Ich wollte der Aufseher der Stadt, dieser Stadt werden. Ich wollte an seiner Seite stehen. Kannst du dir vorstellen, dass er stattdessen Klassia als Aufseher ausgewählt hat? Ja, kann ich. Sie sieht furchteinflößend aus. Seit jenem Tag versuche ich sie zu besiegen, egal was passiert. Das ist der Grund, warum ich Glacia besiegen muss. Dies ist der einzige Weg, aus dem der Nexolord in meine Arme kommen wird. Indem du uns hilfst? Du bist verrückt. Der Nexolord ist auch verrückt. Wir sind wie gemacht füreinander. Lass uns bloß zur Höhle gehen, wie du es erwähnt hast. Richtig. Folgt mir. Ich denke, ich würde lieber Juliet jetzt aufhören. Vielleicht kannst du sie einstellen, falls du ein Exolot wirst. Klar, ich krieg die erste Einstellung. Ich gehe mal kurz heilen. Ich gehe mal ganz kurz, ja. Ich bin schon genauso verwirrt wie das Spiel selbst mit den mit Sprache. Hallo. Wir gehen mal top vorbereitet dahin. Ich habe da ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache. Hanfu, ich habe jetzt keinen Bock mit dir zu kämpfen. Sorry. Mit der haben wir ja schon gequatscht.
Wir weichen jetzt hier erstmal die Gegnern aus. Können wir immer noch machen. Es gibt seltene Minerallager der ganzen Region. Wenn du genau genug suchst, findest du vielleicht großartige Erze wie Nexomind. Also wie schon gesagt... Ach, da ist die Höhle. Das ist vermutlich das Haus des Nexolord. Jeder meidet es. Wer weiß schon, welche Geheimnisse drin verborgen sind. So oder so, die Höhle ist gleich da drüben. Komm mit mir. Komm, wir brechen mal beim Nexolord ein. Ach komm! Ich würde mal wissen, was da drin heißt. Ein Versuch war es wert. Ein Frostschützer haben wir hier gefunden. Das ist schon mal was. Kann man hier bestimmt gut gebrauchen. Ach, Dreieck. Ich bin nicht auf den Zeiger. Zack. Und ein Supertrank. Kann man immer gut gebrauchen. Ich nehme immer alles mit, was ich kriegen kann. Also ich gehe mal davon aus, der nächste wird so auf Level 64 oder so sein. Flexe, hör auf zu flexen und geh mir nicht auf die Nerven. Schon wieder ein Nexotrap, die sammle ich langsam. Die normalen Nexotrap nützen meistens gar nicht mehr. Oh, hallo? Guter Herr, Grüße. Ist das ein Geist? Noch ein Geist? Noch ein Geist? Wir haben den Geist eines Wissenschaftlers getroffen, der behauptet, der Mentor des Nexolord zu sein. Das ist kein Geist. Ich weiß nicht, was dieser Mann ist, aber er ist weder tot noch lebt er. Was ist er dann? Ist er in der Zwischenwelt gefangen oder was? Hm? Unabhängig davon, es gibt weitere schlechte Nachrichten im Moment. Deine Zeit ist abgelaufen. Was meinst du? Unter diesen Umständen steht die Wiederbelebung des Omnikum bald bevor. Du wirst nicht in der Lage sein, den Nexolord rechtzeitig zu stoppen. Das heißt, du wirst mit den Omnikum selbst kämpfen müssen. Was? Ich bin hier, um dich ein letztes Mal zu warnen. Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe über das Böse, das in jedem Nexomon lauert? Die Wiedergeburt des Omnikum wird die Dunkelheit in deinen Nexomon erwecken. Sie werden dich betrügen. So wie sie mich betrogen haben. Mach nicht denselben Fehler wie ich. Vertraue deinen Nexomon nicht. Mein wunderbarer Nexomon. Mein Elefant. Mein Wolf. Mein komischer Schlangendrache. Sie sind nicht deine Freunde, sie sind Nachkommen des Omnikrum. Wie die Champions, die du bisher bekämpft hast. Verstehst du es nicht, das ist exakt das, was Omnikrum vor tausenden Jahren geplant hat. Dieser falsche Bund zwischen Menschen und Nexomon wird zerbröckeln und die Menschheit wird unterliegen, wenn der Omnikrum wieder aufersteht. Wie kannst du das sagen? Es ist den Nexomon zu verdanken, dass wir so weit gekommen sind. Sie werden uns niemals betrügen. Komm, Ulsa. Also weigerst du mich zuzuhören? Scheint, dass ich die falsche Person ausgewählt habe, um meine Welt zu schützen. Mit meinen letzten Kräften werde ich dir die Augen öffnen. Das liegt in der Natur der Nexomon. Du wirst erleben, wie sie gegen dich kämpfen. Oh, geil! Yeah! Wir dürfen jetzt gegen den Nexolord Onkel Ulsa. Geil! Ey, hör auf mir meine... Oder nimm... Moment! Kann das sein, dass das jetzt, dass jetzt meine kommen? So. Mal sehen, was kommt. Genau. Der benutzt meine. Ist ja cool. So, wer kommt jetzt? Meiner. Okay. Das wird jetzt ein knapper Kampf, aber das wird schon. Der benutzt jetzt meine. So ein Drecksack. Cool. Also ich finde das cool gerade.
Da ich weiß, dass der ja sowieso sehr schwach ist, Elefant also. Kommt bestimmt der Wolf? Ey, benimm dich! Ich habe ja auch schwache Wölfe, die ich habe. Komm, weg mit dir. Und jetzt kommt noch mein Windvieh. Okay. Müsste eigentlich auch gehen, ne? Ja. Nein! Ulsa, geh nicht! Ich mag den Typen. Die nächste Mann, die er verwendet hat, sind identisch mit deinem. Was, wenn er recht hat? Was, wenn wir die nächste Mal nicht benutzen können, um Omnikron zu bekämpfen? Lass uns jetzt nur das Nexomium nehmen und zurück ins Versteck gehen. Gut, okay. Darf ich die beiden anderen Items auch noch mit einkassieren? Nein! Jetzt gehen wir zurück. Ey! Oh, ich dachte schon. So, wir gehen jetzt zurück ins Labor. Aber erstmal heile ich meine Viecher. Ja gut, ich gehe jetzt derweil erstmal noch meine Viecher heilen. Und dann sehen wir uns dann in einem nächsten Part von Nexomon wieder. Und ja. Ich sag schon mal ciao und miau. Also es kommt jetzt noch was.